So, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit unserem kleinen, möchtigen Harry Potter. Ihr seht oben an der Ecke, da, so, am Bildrand, ein paar Sachen durchrattern gerade. Ich war in meinem Auftragsbaum und habe da die Kleidungen freigeschaltet. Also die Erscheinungsbilder dann, die man einsetzen kann, wenn man Aufgaben erledigt. Das habe ich bis dato gar nicht gemacht. Aber nun rattert das ein bisschen durch. Und wir machen uns auf zum Astronomieunterricht. Ja, mein Auge juckt. Oh nein! Auge juckt sowieso gerade. Es ist wieder Pollenzeit. Das finde ich ganz große Klasse. So, wo können wir denn, wo wollen wir denn, wo können wir denn? Hier lang. So, siehst du, der wird abends gemacht, so wie es aussieht. Auf geht's. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Und das ist ja geil. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Ja. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Natürlich möchte er das. Und das kriegen wir auch hin. Beobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Dann hauen wir jetzt in den Sack, ne? Oh. Lol.
Muss ich auf ihn etwa warten oder was? Da oben? Die perfekte Nacht für... Oh, hallo. Was ist denn? Finde Amistilico... Ach so, das muss ich im Lager noch finden. Ah. Ach, das ist da unten drunter irgendwo, oder was? Revelio. Wie komme ich denn da hin? Amit meint alles zu wissen. Er sagte mir sogar... Ich habe von diesen merkwürdigen Steinaltären im Hochland gehört. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. Ach, lol. Okay. So wollte ich meinen Abend nicht verbringen. Hier geht's runter. Das ist sein altes Teleskop? Ja, sieht brandneu aus. Incendio! Okay, gut, haben wir das auch. Hat ja keiner gemerkt, dass wir hier die unten irgendwie... Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man... Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Vielen Dank für das freundliche Gespräch. Danke, Professor. Sehr einseitige... Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Aber auch nur heute. So. Dann wollen wir mal zu Takar gehen, obwohl ich dachte, der hieß Thacker. Oh, hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomiegenie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomiealtäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Verborgene? Was? Wieso das denn? Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Ja. Mann, also das dauert ja schon ein bisschen länger, bis man zum Punkt kommt irgendwie. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Könnte der mal hier ein bisschen was an Sachen mitnehmen? Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Ach so. Und wo muss ich hin? Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so... Ich meine, es gibt... Es werden... Ja, ist egal. Keine Fragen mehr. Eigentlich habe ich keine Fragen. Oh. Oh,
Warte bitte. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Was war das? Ach so. Da, das Geräusch. Was war das? Das Ding ist das doch hier. Confringo! Revelio! Ah. Eingesperrte Badewanne. Ja. Die Frage ist denn, wo muss ich denn... Wenn den Astronomie... Ja, gut, den Astronomie-Altar müssen wir finden. Das ist schon irgendwie klar. Incendio! Ihr Spinnenweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Oh, ach Quatsch, passieren? Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Ist das sowas wie ein Altar hier? Das sieht doch fast so aus. Akio! Komm, trink! Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ach, guck an, Alter, wie nice. Sternbild der Havel. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Hervorragend. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die K-Laute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Aufgedoki. Auftrag abgeschlossen. Finde Astronomie-Altäre. 1 von 5. Immer schön den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Schlossstufe 2. Was haben wir noch nicht?
Wir können bisher nur Sachen in Stufe 1 öffnen. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Was machst du da drin? Du guckst dir das Wasser an. Nun. Okay. Verwirrend, aber nun ja. Hier ist Landen nicht möglich. Echt nicht? Warum? Ach so, weil man hier sowieso nicht hoch könnte, weil hier keine Tür hinführt. Okay, da kann man auch nicht landen. Hätte ja durchaus sein können, nicht wahr? Gibt es hier generell irgendwas auf dem Dach für uns zu holen? Ich glaube nicht. Revelio. Viele Nebenmissionen sind hier noch zu sehen. Auf jeden Fall nicht landen. Ich dachte, denn da gibt es auf jeden Fall einen Eingang. Und was ist da? Kann ich da auf dem... Aha, okay. Na gut, muss man ja erstmal wissen, ne? Revelio. Danke. Wir haben zwar schon fast 30 Stunden in diesem Spiel, ne? Hier ist einer der Altäre, die Professor Schar... Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incendio. Also, was ich sagen wollte, wir spielen zwar schon über 30 Stunden dieses Spiel, aber das Schloss ist noch irgendwie so gut wie gefühlt kaum entdeckt. Das sieht so irgendwie ein bisschen angenehmer aus, vielleicht. Das kommt hier oben hin. So. Ja, so ist auf jeden Fall richtig. Phönix. Das Bild des Phönix. Revelio. Revelio. Die nächste Quest versperrt sich gerade. Welche ist denn das?
ganz weit oben. Erreiche Stufe 17, klar. Du musst ihn gerade im Leviosa lernen. Okay. Garlix. Professor Garlick. Wo war denn noch mal die? Die waren in diesem Wintergarten, ne? Ich glaube, ja. Hier unten irgendwo. Reise ich mal dahin. Gibt ja nichts Schöneres als Schnellreisen, ne? Ist sie denn auch hier? Also, ja. Warum bekomme ich noch diese zusätzlichen Aufgaben, Professor? Das hilft Ihnen, Ihre magischen Fähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu schulen, um einen neuen Zauber zu erlernen. Wingardium Leviosa. Vor dem Einpflanzen müssen wir erst den Boden bestellen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder her, damit wir gemeinsam am Zauber arbeiten können. Ich freue mich drauf. Ach so. Revelio. Ich schaffe teste eine Venemosa Tentacula. Und eine Alraune. Aber das können wir noch nicht, weil die Alraune ist noch gesperrt. Freigestellt durch den Kauf von Alraunensamen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. So heißt es schon der Laden. Okay. Hier müssen wir ja noch Hogsmeade, ne? Schnabel und Brut. Magische Küche. Oder Leberkopf. Das gibt sie gar nicht. Da müssen wir hin. Kann ich hier schon den Besen benutzen? Ich bin hier draußen, ne? Nee, bin ich gar nicht. Ich bin drin. Alles klar. Kann ich mir hier vielleicht einige Pflanzen auch borgen? Nur rein aus Neugierde. Hallo. Revelio. Hausbaum.
Okay. Können wir hier schon? Oh ja, können wir. Hallo, Homura. Ja. Lilioso. Gut, kann man machen. Revelio. Wann werde ich mich trauen, ihn nach seinem Lieblingsstern zu fragen? Ah ja, genau. Bibliothek. Gutgläubig. Revelio. Die Kürbisse waren noch eine Zeit lang gar nicht da. Ist es neu, dass die da sind? Ist in Hogwarts gerade irgendwie so Halloween-Zeit? Interessant. Adelaide Oaks, oder? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich wäre auch besorgt. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Ja. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Naja, noch habe ich ja gar nicht geholfen. Muss ich immer so sagen. Aber ich kann helfen. So ist ja nicht. Na, das ist ja noch länger markiert. Ich kann ja erstmal die kleine Quest machen. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Ja, bestimmt. Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. Sollte noch mal sein. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Schluck auf. Ich muss ein bisschen aufstoßen gerade. Obwohl ich habe nichts gegessen. Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Kämpfen.
Protego! Lignoso! Na, komm schon. Warum ziehst du es unnötig? Komm, Pringo! Incendio! Mr. Oaks Geschäftsbuch. Protego! Das ist unmöglich! Incendio! Komm, Pringo! Nur nicht, nicht. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Als wäre hier noch jemand. Incendio! Musik? Von hierher zu kommen. Revelio! No. Incendio. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. ja, untersuch das Zeltlager, um einen Hinweis zu finden. Das mache ich. Revelio. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Vielleicht. Das wäre doch wünschenswert, oder nicht?